Moin Moin und hallo, willkommen zurück zu einem neuen Opening-Video von Yu-Gi-Oh!, wie ihr es hier auch schon lesen könnt. Und zwar heute wieder ein Booster-Opening mit 5x Breakers of Shadow. Ja? Also wieder ein bisschen kleineres Opening und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem ersten Booster an. Geh auf meiner, geh auf Junge, geh auf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Rare und die Super Rare drin sind. Wir machen das erste Booster normal und dann mache ich bei den anderen so, dass die Raren die Feuerkarte ganz hinten liegen. Ne? Fangen wir mal an. Also, wir haben einen Dämmerungs-Ninja. Shingetsu. Dann haben wir ein... wie heißt du? Zweifelndes Zebra. Ein Dino-Nebel-Stegosaurier. Ein Shiranui-Samurai. Eine... Künstlerkumpel Gitarröte. Also wir haben jetzt hier vier Karten zuerst, dann kommt die beiden. Okay. Und dann haben wir Kosmosch-Webetruppen. Die erste Super Rare im Booster. So. Dann haben wir Drache-Konfrontation. Ein Kosmo-Delta-Shuttle. Folgeflügel. Und das war's. Also wir haben praktisch nach der Super Rare drei Karten. Das heißt, die letzten drei Karten vom Booster vorne dran. Und dann ist die Rare ganz hinten. Genau, so machen wir das. Zweites Booster. Wir legen die... Ja, das paar machen wir da. Zweites Booster. Geh auf, Junge! Jetzt schlage ich dich kaputt. So, 1, 2, 3 vorne dran. So, dann haben wir... Zerstörungsschwert Blitz, eine Dino-neblige Kraftladung, finstere Doriado, dann haben wir Künstlerkumpel Beißchen, wie heißt du? Beißchen Schildkröte, Shiranui Schmied, eine Pariditur, die musikalische Sängerin, teuflischer Nashornkrieger, ich sehe gerade, da ist noch eine andere Karte drunter. Und zwar Shiranui Samurai Sage. So, dann haben wir den. Achso, okay, wir sehen schon, es ist eine Synchro-Karte. Und ein Bastardrache. Wupp, wupp. Sehr schön. Bastardrache gefällt mir. Da haben wir doch schon eine Ultra Rare gezogen. Einmal frei. Warum waren die da jetzt noch nicht? Sind das doch vier Karten drin? Komisch. Meistens vier Karten und drei. Wir nehmen wieder drei Karten. Dass dann die Super Rare oben drauf liegt. Die Rare. Booster Nummer 3. 1, 2, 3. So, dann haben wir Dino Nebel Ansturm. Finstere Doridao. Ein Büro der Nacht. Künstlerkumpel Regenmanteleisch. Wie auch immer man das ausspricht. Ein Haar mitten der Staub, Schwanzflügel. Solo, die musikalische Sängerin. Und da ist wieder eine Karte. So, da haben wir eine Fusion des Zerstörungsschwertkämpfers. Eine ablehnende Wiedergeburt. Gefällt mir die Feierkarte. Und... ultimative Vorhersehung. Okay. Das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, eine Sekretär. Ui. Das gefällt mir. Eine Sekretär, ultimative Vorhersehung. Scheint also relativ selten zu sein. Secret Rares immer selten. Eine Secret und Ultra Rare zu. 5 Booster. Finde ich gut. So. Booster Nummer 4. 1, 2, 3. Jetzt nehme ich mal 4 Karten. Jetzt gucken wir mal, ob die... Ich spoilere mich mal kurz. Okay. Shiranui Samurai Sage. Büroboter 07. Ein Hochgeschwindigkeitsumstufung. Folgeflügel. Superstarker Samurai vorbereitende Verteidigung. Dino Nebel Ceratops. Ein Dämmerungs Ninja Samurai. Nee, wie war's? Shingetsu? Dann haben wir einen Dinoster. Wie heißt du? Dinoster Power, der mächtige Drachenbezwinger. Ich mag Drachenbezwinger Monster. Und ein Zwillingstwister. Sehr schön. Ich mag Zwillingstwister. Weil wirfst eine Karte ab und darfst zwei Karten zerstören.
Und wenn du im richtigen Deck gespielt, macht dir das nichts aus, wenn du Karten abwirfst. Sehr schön. Haben wir doch gute Karten gezogen. Und Booster Nummer 5. Booster Nummer 5. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir... Guck, jetzt bei dem ist jetzt die Super Rare ein Platz weit hinten gewesen. Jetzt haben wir die Super Rare Geist vorne dran. Den Meisterpendel der Drachobezwinger. Vorbereitende Apoglyphen. Alumiratsch. Chiranui sind die Synthese. Zerstörungsschwert des Robobusters. Chiranui Samurai. Ein Hamid der Staub. Ein superstarker Samurai General Kuralle. Und ein Thunbuster Blader. Hoi, Thun! Okay. Ja, das ist doch schön. Fassen wir die Highlights nochmal zusammen. Wir haben einen Drachobezwinger Pendelmonster, den Zwillingstwister, dann haben wir die ultimative Vorhersehung, ein Busterdrache und Cosmo Schwebetruppen. Jetzt gucken wir mal, was die ultimative Vorhersehung macht. Und zwar, wenn eine Zauberfallenkarte oder ein Monstereffekt aktiviert wird, wirf denselben Typ Karte, Monster, Zauber oder Falle ab. Annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Das ist eine sehr schöne Karte, die kann Sachen annullieren und du musst dafür den entsprechenden Typ abwerfen. Ist an sich so ähnlich wie Feierlicher Schlag, kann man sagen. Ist so ähnlich. Bei Feierlicher Schlag können wir halt Monster, Beschwörung oder Monster-Effekte annullieren und müssen 1500 Lebenspunkte sein. Bei ultimative Version muss man dementsprechend eine Karte abwerfen. Also werde ich auf jeden Fall mal in den Deck einbauen. Die ist auf jeden Fall geil. Gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es kommt bald wieder ein Opening-Video. Na, bis dahin und ciao, ciao!